Ich sollte einen Keil in die Klinge, nee, an die Klinge setzen und draufschlagen. So. Und einmal. Jetzt haben wir eine Axt. Hey, eine Axt. Können wir damit den Feuerlöscher befreien? Nein, können wir nicht. Hier gibt's doch sonst nichts zu mitnehmen. Jeder normale Mensch hätte mit der Axt einmal tsching, das Ding durchgehackt. Aber nein, nein. Nicht unsere Protagonistin. Können wir die Axt da auf ihn werfen? Nein, natürlich nicht. Was können wir denn mit der Axt machen? Was sagt denn der Frosch? Eichengasse. Enge Gasse? Kreuzung? Treppenhaus? Drachentor? Anwesen? Nein. Wo waren die Eichengasse nochmal? Und was für ein Ast? Gasse? Hier ist kein Ast. Hier ist auch kein Ast. Das hier ist doch die Eichengasse, oder? Ja, Eichengasse. Kann man irgendwo einen Ast abschlagen? Ah, ein starker Ast einer alten Eiche. Ich brauche eine Axt, um ihn abzuschlagen. Na gut. Jetzt haben wir einen Eichenast. Den können wir doch vielleicht in das Rad da stecken. Zack. Ich brauche das Rosenserum, um ihm zu helfen. Darren ist ein strammer Kerl. Hat diesen Wahnsinn überlebt. Er scheint mir etwas geben zu wollen. Dieser Schatten. Dieser Schatten war so bescheuert gerade. Echt jetzt? Dieser Schatten einfach hinter ihm. Ja, wenn man Greenscreen hat, sollte man vielleicht auch auf den Schatten achten. Ja. Wir haben jetzt gekriegt eine Eisenkugel. Toll, was machen wir mit der Eisenkugel? Aber hier auf dem Funkturm gab es nichts, oder? Ich muss echt nochmal gucken. Das Knöpfchen haben wir nicht. So, was gab es hier nochmal? Hier gab es tatsächlich nichts mehr oben, oder? Wir können nicht mal mehr das hier hinten auswählen. Nö, wir können hier gar nichts mehr auswählen. Das heißt, hier oben gibt es nichts. Bis auf den Knopf. Also solange ich nicht den Knopf einsetzen kann, ist der Funkturm tabu. So, Funkturm ist tabu. Was ist mit der Kirche? Hier können wir doch einen Schädel, oder was? Ist das ein... Der Mechanismus ist sonderbar, doch ich bin sicher, dass sich hier ein Geheimfach befindet. Ich brauche einen Schädel mit Krone. Oh nein, ich habe noch keine Krone. Aber der hat doch eine Kugel hier. Die Waage des Todes. Der Tod auf der einen, der Schädel auf der anderen Seite. Hier muss ein Geheimfach geben. Ja. Muss, natürlich. Warum auch nicht. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Können wir irgendwo bei der Tür... Können wir da irgendwo was einsetzen? Bei dem Anwesen? Hier drin brauchten wir Gips. Hier oben kamen wir nicht weiter. Da unten kamen wir auch nicht weiter, weil können wir nicht schweißen ohne... ich muss meine Augen schützen, natürlich. Aber gab es jetzt hier irgendwie die Möglichkeit, eins von diesen Puzzles zu lösen? Es ist kugelförmig. Ja! Klicke auf die Pfeile, um das Spielbrett zu drehen. Die Kugel muss alle vier Knöpfe nach unten drücken. Welche? Die Pfeile? Okay. Kugel ist zu fett. Okay, ich kann das Ding also auch drehen, während die Kugel noch sich bewegt. Ja, kann ich tatsächlich. Ah, zu früh gedrückt.
Zip. Klonk. Ah, zu früh. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ups. Die erste Barriere dieses Mechanismus ist gemeistert. Noch zwei weitere und das geheime Zimmer ist offen. Okay, und wir haben gekriegt eine Nadel. Ah, damit können wir wahrscheinlich die Handschelle knacken, natürlich. Weil wer knackt denn auch Handschellen mit einer Axt und macht sie kaputt, wenn man auch eine Nadel benutzen kann und dann... Ach komm. Die Hauptszene ruckelt so ein bisschen. So, knack. Feuerlöscher, damit können wir in der Kirche das Feuer löschen. Ja, das mag ich an so Spielen, wenn das tatsächlich funktioniert. Natürlich. Okay, wir suchen Bananenkrone. Nee, Baronenkrone. Bananenkrone, wer kennt sie nicht? Dartpfeil, Spiegel, zwei Engel, Drache, Tambourin, Apfel, Ring, 13 Besen, Shisha-Schlauch und Notenschlüssel. 13? Den Engel? Da ist ein Tambourin. Da ist eine Krone. Notenschlüssel. Das, was auch immer das war, das ist eine Schlange. Nee, ein Shisha-Schlauch. Shisha-Schlauch. Den Vogel suchen wir nicht. Aber das suchen wir doch bestimmt. Dartpfeil, ja, genau. Die Maus suchen wir nicht. Schade, die war süß. Hm, da, das war... Boah, ich hatte schon Panik, dass ich den Ring nie im Leben finden werde. Aber durch Zufall habe ich drauf geklickt. Das ist ein Spiegel. So, Engel, Drache und Besen. Na, meine Schwiegermutter, das ist aber ein Besen. Das war der Drache? Jetzt fehlt nur noch, da ist der Besen. Und da ist der Engel. Oder Putte oder wie auch immer. Gut gemacht, vielleicht ist dies noch nützlich. Ja, das nehme ich an, dass das nützlich ist. Packen wir nämlich dem auf den Kopf. Zack. Und kriegen einen Siegelring. Siegelring, das war nicht hier unten, oder? Doch. Zack. Und da kriegen wir einen Fahrstuhlknopf, oder? Einen Knopf. Könnte auch so ein Hot-Button sein bei bestimmten... Aber gibt's heutzutage nicht mehr. So. Ein Triforce. Eine Feder, eine Rose? Okay. Pfeiltaste. Pfeiltaste. War das nicht bei irgendeinem Minispiel? Beim Haus vielleicht? Wir müssen ja beim Haus irgendwie weiterkommen. Vor allen Dingen, da zoomt er, aber ansonsten nicht. Hier war nichts. Hier sagt er doch, ich brauche eine Pfeiltaste, um das Schloss zu aktivieren. Sie. So. Klicke auf die Pfeile, um die Kugel zu bewegen. Befördere die Kugel in eins der Löcher, um das Schloss zu öffnen. Okay, die Kugel da. Also theoretisch können wir sie dahin und dahin. Und dahin und dann da. Dahin, dahin, dahin und dann da. Wie einfach möchtet ihr es haben? Ja. Ups. Die zweite Barriere ist geschafft. Nur noch ein Schloss öffne. Übrig. Nun noch ein Schloss übrig. Nun. Und wir haben eine Schutzbrille gekriegt zum Schweißen. Das heißt, ja, ihr wisst schon, was wir machen. Wir werden hier einmal das Ding kaputt schweißen. Und dann können wir das Versteck uns angucken. Da gibt es eine Gartenschere. Oh. Okay, Staubsauger.
Ja, natürlich. Was gibt's sonst noch? Nix. Das war's. Gartenschere und ein Staubsauger. Was machen wir denn bitte mit Gartenschere und mit Schere und Staubsauger? Ja. Was ist da hier unten eigentlich? Ach so, da war das hier giftig. Können wir mit dem Staubsauger das Gift absaugen? Der Kopflose ist ein professioneller Killer. Ein Wunder, dass ich entkommen konnte. Ich muss mich schützen, bis zum Palast zu kommen. Ja, der schießt immer auf uns. Ja, der Typ spinnt doch. Okay, da kommen wir also nicht mehr hin. Hier drin brauchen wir irgendwas. Aber weiter zurück kommen wir nicht. Das heißt, theoretisch müssen wir mit dem Ding irgendwo was beim Haus machen können. Ah, Staubsauger und Schere. Aber was? Gab's hier jetzt noch was? Nö, hier gab's nichts mehr. Tier? Nee, wir können mit der Schere hier... Nee, mit der Schere können wir hier nichts kaputt machen. Das Porträt? Mal sehen, zur Kreuzung zurück und näher durch der Straßenlaterne. Was? Da ist ein Skistock? Nee, nicht die Laterne. Was? Straßenlaterne? Was ist das denn? Ich könnte den Skistock losschneiden. Den habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Okay, und was machen wir? Ah, damit können wir nach dem Ding da angeln. Nein, nicht Staubsauger. So. Dann haben wir Zement. Was wollten wir denn mit dem Zement machen? Nein, nicht da unten. Ah, doch, das Ding reparieren hier. Die Statue, warum auch immer. Okay. Warum auch immer wir jetzt so einen Finger haben. Damit können wir uns dann an der Nase kratzen. So krr, krr, krr. Oder am Kopf. Oder woanders. Am Rücken natürlich. Statue an Hand. Was sollen wir mit einer Statue an Hand? Hä? Kapier ich nicht. Wir kommen ja auch nirgendwo anders hin, weil der ballert ja auf uns. Klettere von der Kreuzung aus hinunter zur Kanalisation. Dachte, wir brauchen Handschuhe oder so ein Scheiß. Aber nein, wir können mit der Statue in Hand das da rausfischen. Weil die Batterie auch danach komplett wieder normal ist. Und wir uns nicht die Hand verätzen. Echt jetzt. Aber wir können die dritte Tresortür öffnen. Das heißt, hier oben einmal die Batterie einsetzen. Plopp. Jetzt frage ich mich, klicke auf den blauen und roten Knopf, um die Scheibe zu drehen und die Farbe der Bereiche zu ändern. Deine Aufgabe besteht darin, die gesamte Scheibe rot oder blau einzufärben. Was? Okay, der dreht das um 2. 1, 2, 3. Der dreht es um 3. Der dreht es um 2. Wenn der es um 3 dreht, 1, 2, 3. Dann sind die beiden übrig. 1, 2, 3. Wenn ich jetzt nochmal um 3 drehe. Irgendwie müsste man zwischendurch einen einfärben. Aber wenn ich jetzt 2 mache, ja? 1, 2, 3, dann färbt er den. Das ist aber nicht richtig. Müsste ich jetzt 3 machen? Und dann nochmal 3? Aber wenn ich jetzt 3 mache, dann färbt er den hier ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wären das ungerade Zahlen, dann würde es einfacher sein. Was? Eine Transistorbatterie? Ja, wer kennt sie nicht?
Die berüchtigte Transistorbatterie. Transistor hat überhaupt nichts mit der Batterie zu tun, ihr Idioten. 1, 2, 3. Aber wenn ich jetzt 1, 2 mache. 2. Wenn ich jetzt 3 mache. Wenn ich jetzt 2 mache. Dann könnte ich jetzt 2 und dann 3. 2 und dann 3. Tada! Die Tür ist offen, das Verlies des Kopflosen. Eine Hochsicherheitszelle. Dies muss der Ort sein, von dem der Kopflose geflohen ist. Ja, deswegen hat er ja auch ein Fenster. Eine Hochsicherheitszelle hat ein Fenster. Hallo? Was ist das denn bitte für eine Hochsicherheitszelle? So eine dicke Meter-Stahl-Tresortür und dann einfach ein Glasfenster. Ja, genau. Alle Aufzeichnungen des Kopflosen. Er ist ein Menschenfeind und Mörder. Er hat unzählige auf dem Gewissen. Die Keycard. Gesucht, tot oder lebendig. Der Kopflose. All diese elenden Gesichter. Sie sind wie Ratten. Widerliche Ratten, die ihre Nase in anderer Leute Angelegenheiten stecken. Ich werde lernen, den Kopflosen zu fürchten. Sie werden lernen. Was? Töte? Irgendwas mit... Ich töte, steht da? Meine eigenen Kinder haben mich verraten. Sie werden bezahlen. Niemand kann mich einsperren. Ich bin der Racheengel. Ich schlage aus dem Nichts zu und ziehe eine Spur des Todes hinter mir her. Hat Tod aus dem Nichts? Der kopflose Mörder. Ist ein Kopfloser angegriffen hätte. Grausames Massaker in. Ja, hier, die drei will er ausschalten. Okay. Ja, Moment. Die Knarre? Nein, das ist nur ein Foto von der Knarre. Was? Raphael Brown, oder der Kopflose, wie er sich nennt, ist der Vater von Morty, Dory und Bella. Anders als seine Kinder kann er körperliche Form annehmen, doch er bevorzugt die Unsichtbarkeit. Raphael Brown empfindet seit jeher nichts als Hass für alles und jeden, was auf eine starke Soziophobie schließen lässt. Irgendwann hat diese sich zu einer Manie gesteigert und seinen Wahn verursacht. Raphael Brown ist ein irrsinniger, unsichtbarer Killer. Warum auch immer da die Schriftart sich ändert. Raphael ist extrem gefährlich. Ich nenne ihn Raffaello ab sofort. Ihm gelang mehrmals die Flucht aus dem Anwesen, woraufhin er in umliegenden Städten und Dörfern regelrechte Blutbäder anrichtete. Seine Kinder sahen es als ihre Aufgabe an, den geisteskranken Vater zu bewachen und in Gewahrsam zu halten. Damals blieben mehrere Versuche der Anwohner, ihr Geheimnis zu lüften, erfolglos. Ein weiteres Buch in Fetzen, wovon handelt es? Ja. Band 2 der Familiengeschichte? Wenn meine Intuition stimmt, handelte sie von dem Kopflosen. Ja, also, ich würde sagen, vielleicht. Der Staub liegt hier 10 Zentimeter dick. Ich muss für etwas Ordnung sorgen. Ach, natürlich. Sie schwingt erstmal den Staubsauger. Wir spielen eine Hausfrau und Putzfrau. Das kann doch wohl nicht angehen, dass sie erst hier putzen muss.